begrüße Sie ganz herzlich, Joachim Schütz. Eigentlich müsste ich heute Abend hier mit Anzug, weißem Hemd und Schlips auftreten, hat meine Frau gesagt. Immerhin ist das hier eine öffentliche Veranstaltung und da muss man ordentlich hingehen und aussehen. Und wenn du da so hingehst und die Leute sehen dich jetzt so, wie du aussiehst, dann schämt sie sich und dann will sie nicht mitkommen. Was sollen die Leute sagen, wenn du so rumläufst? Ich habe mich also verdrückt und komme zu dem Problem. Haben Sie heute eigentlich schon bewertet? Sie schauen so entsetzt. Bewerten, bewerten, bewerten. Das gehört heute dazu. Es muss alles bewertet werden. Was haben Sie gegessen? Wie haben Sie sich angezogen? Wie haben Sie sich verhalten? Egal was. Und auf all diese Fragen müssen Sie Punkte vergeben. Und wehe, Sie haben nicht genug Punkte gegeben, dann haben Sie sich eventuell Feinde fürs Leben geschaffen. Also Punkte geben. Sie wissen nicht wie? Also ganz einfach. Das Frühstück heute Morgen zum Beispiel. Wie viele Punkte würden Sie dem geben? Naja, da haben Sie so die Auswahl zwischen 1 und 10 Punkten, ist dann am einfachsten. 10 Punkte, wenn es wirklich super war. Also, da können wir anfangen. Wie war der Toast? Verbrannt, knusprig, optimal. Wie schmeckte die Marmelade darauf? Zu süß, zu sauer, kein Eigengeschmack, zu synthetisch, also künstlich. Lauter Fragen, die man sich stellen kann und sollte, um einfach dazu zu gehören. Wie war der Kaffee, wie war der Tee oder das Glas Orangensaft? Oder haben Sie Milch von glücklichen Kühen getrunken? Wie sah Ihre Frau aus? Wie das Schreckgespenst aus dem Albtraum heute Nacht, noch mit Lockenwickler im Haar? Oder wenn Sie Frau sind, wie sah Ihr Mann aus? Unrasiert und fern der Heimat, umgekämmt in diesem alten Trainingsanzug, der weder Form noch Farbe hat, der nur so an ihm rumschlampert, aber wo sich Ihr Mann weigert, ihn wegzuwerfen, weil er doch so schön gemütlich ist. Putzlucken wäre eigentlich der bessere Begriff dafür. Hat Ihr Mann sich in der Zeitung versteckt? Nur ab und zu die Hand sichtbar gemacht, um die Kaffeetasse zum Mund zu führen und ansonsten nur gekrummelt? Ja, das können Sie bewerten. Wie viele Punkte würden Sie ihm dafür geben? Die Frage wäre natürlich, was würde das ändern? Würde Ihr Mann sich bei entsprechender Punktzahl wohl ausgeruht, gewaschen, gekämmt und rasiert und mit dem wunderbaren Aftershave, das Sie ihm zum Weihnachtsfest haben zukommen lassen, versehen mit Hemd und Schlips, ohne Zeitung lesen, Sie anlächeln, gute Laune verbreiten, das Frühstück genießen? Wie würde die Punktzahl aussehen? Die nächste Frage wäre natürlich, wie fühlte sich Ihr Mann? Getrieben nach dem Wunsch, nur gute Punkte zu erhalten, aber dabei unglücklich, weil die Bequemlichkeit, das stressfreie Äußere auf der Strecke blieb. Nur Punkte, damit der andere glücklich ist und wird? Sie sehen an diesem Beispiel des Frühstücks, kann man durch Bewertungen den ganzen Tag vermiesen oder glücklich verlaufen lassen. Zu bewerten gehören also immer zwei. Und vielleicht ist es gar besser, wenn wir gar nicht mehr bewerten, einfach nur zur Kenntnis nehmen, leben und genießen. Sie kennen doch Ihren Mann, so wie er ist. Wollen Sie den wirklich noch ändern? Was wird das bringen? Das ist hier die Frage. Und jetzt zum Schluss müssen Sie wieder bewerten, also wieder Punkte vergeben. Und ich sage Ihnen ganz klipp und klar, wenn ich jetzt nicht die Höchstzahl der zu vergebenen Punkte erhalte, dann werde ich mir ganz stark überlegen, ob ich Sie nochmal was von mir höre. Danke.